Top 84, Aktuelle Stunde der Fraktion Die Linke. Hessens Schulen auf Corona-Winter vorbereiten. Das ist 20/40/44 und es werden mit aufgerufen, aber heute Abend abgestimmt. Die Anträge Top 69, Antrag der AfD, Top 94, dringlicher Antrag der FDP, 95, dringlicher Antrag der Fraktion Die Linke. So, es beginnt die Frau Kollegin Kula. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben es jetzt Mitte November, und seit mehr als einem halben Jahr sind die Schulen mit der Pandemiebewältigung beschäftigt. Und seit mehr als einem halben Jahr werden uns allen die bildungspolitischen Fehler der Vergangenheit schonungslos vor Augen geführt. Es sind Herr Lorz und die bisherigen Kultusministerinnen und Kultusminister, die Verantwortung dafür tragen, dass wir jetzt in der Corona-Pandemie die Probleme ausbaden müssen, die Lehrerverbände, Schüler- und Elternvertretung seit Jahrzehnten anmahnen. Der Lehrkräftemangel und der Sanierungsstau werden aktuell zur Achillessehne unseres Bildungssystems. In Zeiten von sich permanent verändernden Hygieneplänen, digitaler Beschulung und Quarantäneregelungen arbeiten Lehrkräfte am Limit, viele darüber hinaus. An normalen Unterricht ist nicht zu denken. Vor den Sommerferien haben wir Konzepte für Herbst und Winter eingefordert. Dass die Infektionszahlen zu Beginn der kalten Jahreszeit wieder ansteigen würden, das war leider zu erwarten. Und während der Sommerferien, außer einem neuen Hygieneplan, ist nichts passiert. Wir haben dann einen landesweiten Stufenplan mit festen Inzidenzen gefordert, damit klar ist, was passiert, wenn vor Ort die Fallzahlen steigen, ab wann welche Maskenregel gilt, ab wann Klassen verkleinert werden und Abstandsregeln gelten sollen. Der Kultusminister hat damals nur abgewinkt. Nur wegen des Drucks von der Bundesebene gibt es jetzt einen hessischen Stufenplan, in dem aber keine Inzidenzen festgehalten sind. Meine Damen und Herren, da frage ich mich schon, was soll das denn dann wirklich bringen? Und ich frage mich auch, auf welche Experten der Kultusminister sich hier überhaupt bezieht. Weil wenn es um die Frage des Schulbetriebs geht, ist es nämlich nicht mehr so weit her mit den Empfehlungen des RKI. Das fordert nämlich einen Stufenplan mit festen Inzidenzen. Hier in Hessen aber sollen stattdessen die vollkommen überforderten Gesundheitsämter entscheiden, wann welche Stufe vor Ort gilt. Und das Schulchaos, das wir gerade erleben, das zeigt doch, wie krachend Ihr Weg gescheitert ist. Und das wissen Sie auch. Vor zwei Wochen wurde nämlich von Ihnen landesweit unabhängig von dem Infektionsgeschehen vor Ort die Stufe 2 des Stufenplanes, der eingeschränkte Regelbetrieb, angewiesen. Die Stufe 3, also ein Wechselmodell aus Präsenz- und Fernunterricht, sollte, ging es nach dem Kultusminister, gar nicht mehr umgesetzt werden. Nach öffentlicher Kritik, beispielsweise aus Kassel, mussten Sie aber Ihre Verweigerungshaltung gegenüber Schulträgerentscheidungen für das Wechselmodell wieder zurücknehmen. Gut so. Denn zum 9. November waren 26.123 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Das sind etwa 3,4%. Und vor den Herbstferien, da war es knapp 1%. Seit den Herbstferien hat sich die Zahl also vervierfacht. Aber der Kultusminister hält am bisherigen Kurs ohne einheitliche Vorgaben, trotz herber Kritik von Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern fest. Ich habe auch eine Vermutung, warum. Herr Lorz weiß nämlich ganz genau, dass die Landesregierung das vergangene halbe Jahr schlichtweg nicht die Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Sie haben keine pädagogischen Konzepte für einen Wechselunterricht. Sie haben sich im Sommer nicht um die Beschaffung von Luftfilteranlagen gekümmert. Sie haben die Frage nach der Schülerbeförderung so lange hinausgezögert, bis die Schulträger selbst nach Unterstützung gerufen haben. Sie haben die Lehrkräfte nicht mit digitalen Endgeräten ausgestattet und das Schulportal nicht flächendeckend ausrollen können. Sie haben den Schulen kein IT-Personal zur Verfügung gestellt oder sich um besonders förderbedürftige Schülerinnen und Schüler gekümmert. Es gibt kein zusätzliches Personal, keine Entlastung, kein datenschutzkonformes Videokonferenzsystem. Und die Tablets aus dem Sofortausstattungsprogramm, die eigentlich für bedürftige Kinder und Jugendliche gedacht waren, kommen nicht da an, wo sie gebraucht werden. Und auch die regierungstragenden Fraktionen haben leider im letzten halben Jahr keine Initiative ergriffen, um politische Fehler aus der Vergangenheit auszugleichen. Deswegen fordere ich Sie auf, stimmen Sie dem Antrag von uns und der SPD-Fraktion zu. Ergreifen Sie Initiative, um gute Bildung für alle zu garantieren und weitere Schulschließungen zu vermeiden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. Das Wort hat der Abg. Heiko Scholz, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Auch nach mehr als einem halben Jahr ist es der Landesregierung nicht gelungen, dass unseren Schulen ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag sowie die Schulpräsenzpflicht unter der durch die Pandemie gegebenen dynamischen Randbedingungen vollumfänglich erfüllen können. Dennoch wertschätzen wir die Entscheidung, die Schulen auch bei einer höheren Inzidenzrate als 50 pro 7 Tage und 100.000 Einwohner geöffnet zu halten, als ein Beispiel für praktische Vernunft, weil diese bisher keine Infektionsherde darstellten. Die aktuellen Lüftungs- und Hygieneempfehlungen zur Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts auch in den Wintermonaten stellen dagegen lediglich eine Notlösung dar und sind einer selbst erklärten Hochtechnologienation wie Deutschland auf Dauer unwürdig. Es ist vielmehr das Gebot der Stunde, auch unter den gegenwärtigen widrigen äußeren Bedingungen einen möglichst effektiven Präsenzunterricht zu organisieren. Und an dieser Stelle möchte ich das Kultusministerium an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erinnern. Es mangelt z.B. an einheitlichen Regeln hinsichtlich der Entscheidung, ob Distanzbeschulung oder Quarantäne vorzunehmen ist. Schüler, Eltern und Lehrer werden hierdurch zusehends verunsichert. Damit zusammenhängend erschüttern die häufig willkürlich erscheinenden Maßnahmen das Vertrauen der Eltern in die staatlichen Institutionen. Jüngste Beispiele Frankfurt, Groß-Gerau und Offenbach belegen das eindrucksvoll. Unseren Kindern wird eine Maskenpflicht auferlegt, welche weder den Träger noch sein Gegenüber wirksam vor virenbelastenden Aerosolen schützt, jedoch häufig gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorruft, Konzentrationsschwäche, Ermüdungserscheinungen aufgrund des Sauerstoffmangels, Kommunikationsprobleme und die Erzeugung psychischer Hemmschwellen sind sicherlich nicht geeignet, eine den Lernerfolg begünstigten Beziehung zwischen Lehrer und Schülern herzustellen. Die insbesondere bei Kindern anzutreffende unsachgemäße Handhabung der Mund-Nase-Bedeckung bewirkt nach Erkenntnissen des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte e.V. und übrigens auch des RKI eine zusätzliche Kontamination und birgt infolgedessen ein höheres Infektionsrisiko. Periodisches Stoß- und Querlüften der Klassenräume sowie die damit verbundene Elternempfehlung, ihre Kinder für die Schule mit Pullovern und Decken zu versehen, erinnern eher an die Nachkriegszeit als an Erfordernisse für die Beschulung in Hessen im Jahre 2020. Und das vor allem durch die Arbeitsstättenverordnung gegebene rechtlichen Hintergrund, welche bei sitzender Tätigkeit eine Mindestlufttemperatur von 20 Grad Celsius vorschreibt. Wir dürfen sehr gespannt sein, meine Damen und Herren. Das Lüftungsregime des HKM für Schüler und Lehrer ist nach Meinung erfahrener HNO-Ärzte geeignet, die ohnehin im Winter erhöhte Krankheitsquote aufgrund der feuchten und keimbelasteten Masken noch weiter ansteigen zu lassen. Verantwortungsvolles Handeln, politisches Handeln zeichnet sich durch eine sorgfältige und faktenbasierte Güterabwägung zwischen der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sowie der Schulpräsenzpflicht einerseits und der Fürsorgepflicht hinsichtlich der Gesunderhaltung der schulischen Akteure andererseits aus. Daher schlagen wir zwecks Herstellung geeigneter Rahmenbedingungen zur effektiven Beschulung eine dynamisch zu gewichtende Methodengesamtheit vor. Diese setzt sich zusammen aus Maßnahmen zur Luftreinigung, Handhygiene, Schichtbetrieb sowie Hybridunterricht, vorzugsweise in der Sekundarstufe II und bei der Berufsausbildung. Im Rahmen des von unserer Fraktion eingebrachten Antrags 204.000 wird die Landesregierung aufgefordert, ein diesbezügliches Hygienekonzept umzusetzen, was insbesondere bedeutet, dass alle hessischen Schulen final mit modernen stationären Luftreinigungssystemen mit Klimafunktion ausgestattet werden. Hierdurch wird erreicht, dass erstens auch im Winter die Virenbelastung der schulischen Raumluft ohne Fensterlüftung dauerhaft angemessen niedrig gehalten werden kann und auf das Tragen von Masken verzichtet werden kann, und zweitens auch im Sommer ein lehr- und lernförderndes Klima gewährleistet wird. Als temporäre Sofortlösung sind die Schulen mit mobilen Luftreinigungsgeräten zu versehen.
Die vom HKM hierfür in Aussicht gestellten Finanzmittel in Höhe von sage und schreibe 10 Millionen Euro können vor dem Hintergrund des 12 Milliarden schweren Corona-Sondervermögens allenfalls als eine Anzahlung angesehen werden. Herr Kultusminister, wie viel ist Ihnen eine gesunde Lernumgebung für unsere Kinder eigentlich wert? Übrigens, das Büro des Ministerpräsidenten weiß die Vorteile dieser Geräte ja bereits zu schätzen. Vielleicht beschreiten Sie den kurzen Dienstweg und lassen sich darüber berichten. Wir freuen uns, dass die SPD und die FDP im Fahrwasser unseres Antrages parlamentarische Initiativen eingebracht hat. Zeitgründe mögen für die Ermangelung deren inhaltlicher Tiefe ursächlich sein. Wir erkennen jedoch Ihre redliche Bemühungen an und belohnen diese mit dem Votum der Enthaltung. Unserem Antrag bitten wir im Namen unserer Kinder, unserer hessischen Schüler, zuzustimmen. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Wenn man den beiden Wortbeiträgen, die wir bisher hören durften, mal gelauscht hat, kann man verwundert sein, wie die Lage in Hessen beschrieben wird. Allerdings, ehrlich gesagt, Frau Kula und Herr Scholz, ich hatte gar nicht viel mehr erwartet. Deswegen versuche ich mal ein wenig Sachlichkeit hier reinzubringen. Unser großes Bestreben, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, während der Corona-Pandemie den Kindern und Jugendlichen so viel schulische Normalität wie möglich zu garantieren und zu gewährleisten. Und wir sind davon überzeugt, dass der beste Unterricht der Präsenzunterricht ist. Alternativ dazu oder als Ergänzung bieten wir den digital gestützten Distanzunterricht an. Übrigens, das Land Hessen, das alles als erstes der 16 Bundesländer seit den Herbsttagen das wollt. Und wenn ich das sehe, ein Ritterschlag, 82% der Hessinnen und Hessen haben laut aktuellem Hessentrend genau das, was wir machen an den Schulen, nämlich offenhalten, das, was wir machen an den Kindertagesstätten, nämlich offenhalten, gesagt, das macht die gut, das macht die richtig, das sind wir so richtig im Kurs, meine Damen und Herren. Und die Schulen, die waren gut vorbereitet. Die Schulen waren frühzeitig informiert. Hygienekonzept, Hygieneplan und Vier-Stufen-Plan seit dem Juli dieses Jahres an den Schulen bekannt. Und wir tun alles, um die Schulen zu unterstützen. Unsere Aufgaben erfüllen wir zur Ergänzung von Lehrkräften, die ausfallen. Krankheitsbedingt haben wir 150 Millionen € bereitgestellt. Da bin ich dem Finanzminister Michael Boddenberg sehr dankbar für, dass wir dort diese Flexibilität bewusst im Haushalt haben. Aber Aufgaben, die erkennbar nicht unsere ist, im guten Miteinander mit den Schulträgern, im guten Miteinander mit den Kommunen, haben wir gesagt, wir unterstützen da, wo wir nur können. Wir haben 11 Millionen € alleine bereitgestellt für Schülerbeförderung mit den Bussen, aber auch jede Menge in die Hand genommen zur Unterstützung an den Schulen für Hygieneartikel, damit die Schülerinnen und Schüler und die Kolleginnen und Kollegen wirklich sicher sind. Ich bin heilfroh, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass gestern ein großer Schritt weiter nach vorne gegangen worden ist, nämlich eine Vereinbarung mit den Kommunalen Spitzenverbänden, 100 Millionen € zu verabreden, 75 Millionen € dafür bei den Schulträgern ganz flexibel einsetzbar, unter anderem für Luftreinigungsgeräte. Aber sie müssen nicht für Luftreinigungsgeräte eingesetzt werden. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Weswegen ist es richtig? Die Entscheidung über welche Stufe und die Entscheidung über welche Maßnahme wird nämlich vor Ort entschieden. Die Gesundheitsämter legen die Stufen fest. Die Gesundheitsämter legen die Stufen fest. Und nicht das Kultusministerium. Und ich denke, das ist auch gut und richtig so. Und das Land Hessen, nämlich wir, nehmen Gelder in die Hand und kofinanzieren freiwillig
Das machen wir aus tiefer Überzeugung, im guten Miteinander, wie eben gerade gesagt, mit den Schulträgern. Und da sind wir auf einem sehr richtigen Weg. Übrigens auch die Bestätigung von den Kommunalen Spitzenverbänden, meine Damen und Herren. Große Schritte nach vorne machen wir im Bereich der Digitalisierung. Ich habe es eben gerade schon erwähnt, das Land Hessen, das erste der 16 Länder, was planmäßig digital gestützten Fernunterricht ermöglicht, seit den Herbstferien immer zugrunde legend ein Konzept. Das versteht sich von alleine. Das ist gut und richtig so. Aber ich möchte da an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass wir die Priorität natürlich behalten bei dem Präsenzunterricht mit Blick auf die Zahlen, Frau Kollegin Kula. Sie versuchen natürlich als möglicherweise verlängerter Arm der GEW dort eine bestimmte Tonlage hier reinzubringen, ein Bild zu stellen, was groben Unfug ist. Hören Sie mir bitte zu, ich habe Ihnen ja auch zugehört. Aktuell sind 6 Schulen von 1.800 Schulen geschlossen. Aktuell sind 24.000 Schüler in Quarantäne. Das sind ca. 3%. Aktuell sind ca. 2.000 Kolleginnen und Kollegen in Quarantäne. Das sind weniger als 4%. Das zeigt, dass unsere Konzepte wirken. Und es ist ja, glaube ich, ein Witz in Tüten, wenn Sie hier so tun, als würde diese Pandemie mit den Zahlen, die wir jeden Tag neu berichtet bekommen, vollständig an Schulen vorbeigehen können. Ich halte es für klug, ich halte es für richtig, meine Damen und Herren, dass wir diese Dinge ernsthaft betrachten und zwar so bewerten, dass es verantwortbar ist, meine Damen und Herren. Und das tut der Kultusminister, da bin ich Ihnen sehr dankbar für. Kollege Schwarz, Sie müssen zum Schluss kommen. Zum Ende. Und dann frage ich dann auch gerne in Richtung der antragstellenden Fraktion. Was macht eigentlich die Landesregierung dort, wo Sie verantwortlich sind? Was macht Thüringen? Was macht Helmut Holter? Kein Geld für Geld für Luftreinigungsgeräte, kein Geld für Mittel, die der Desinfektion dienen, keine Förderrichtlinie bei der Digitalisierung, keine Testkapazitäten für Kolleginnen und Kollegen. Ohne Hochmut, meine Damen und Herren, aber mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Das, was wir machen, machen wir gut. Das machen wir verantwortlich. Und wir haben die Bestätigung der Hessinnen und Hessen, dass wir dort maßvoll und richtig agieren. Nämlich den Großteil der Hessinnen und Hessen haben uns das ganz aktuell bestätigt. So machen wir weiter mit Maß und Mitte und Vernunft. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kollege Armin Schwarz. Nun, nächster Redner ist der Kollege Moritz Promny, FDP-Fraktion. Sehr geschätzter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist gut, dass wir heute die Gelegenheit haben, über die Perspektiven von Hessens Schulen zu sprechen. Das ist ein außerordentlich wichtiges Thema. Denken wir nur einmal daran, dass wir schon im Frühjahr und im Sommer bereits mehrfach über den Corona-Herbst diskutiert haben. Nun also eine Diskussion über den Corona-Winter. Allzu viel ist ja inzwischen Zeit seitens der Landesregierung leider nicht passiert. Okay, es gibt jetzt einen Stufenplan, das haben wir auch gefordert und das begrüßen wir auch. Wann, wie und warum welche Stufe gilt, ist allerdings nicht landesweit geregelt. Und vom Prinzip her, Herr Kultusminister, halte ich es ja für richtig, vieles vor Ort entscheiden zu lassen. Ich bin auch ein Anhänger der Subsidiarität. Aber die Inzidenzzahlen bewegen sich seit Wochen in vielen Orten in Hessen in utopischen Höhen. Und die Schulen sind erst seit wenigen Tagen flächendeckend in Stufe 2 angekommen. Das lässt sich nicht wirklich vermitteln. Und warum beharren Sie denn jetzt darauf, dass für die einzelnen Stufen keine landesweiten Inzidenzzahlen notwendig sind? Ich vermute mal, die Antwort lautet, weil es an den Schulen, an den notwendigen Voraussetzungen für den Distanzunterricht schlicht flächendeckend fehlt, mangelt. Und weil Sie das seit Monaten nicht geregelt kriegen, genau diese Voraussetzungen zu schaffen.
Im Frühjahr wurde den Schülerinnen und Schülern in Hessen wochenlang ihr Recht auf Bildung nicht gewährt. Wochenlang. Sie waren vollkommen abhängig vom individuellen Interesse der Lehrkräfte. Sie waren vollkommen abhängig von der Ausstattung der Schule und vollkommen abhängig von den Voraussetzungen, die zu Hause herrschen. Keine Geräte, kein Internet, keine engagierte Lehrkraft. Das hieß im Frühjahr doch kein Unterricht. Nun wissen wir, Schülerinnen und Schüler mit Bedarf sind immer noch nicht flächendeckend ausgestattet. Wir wissen, bei der Infrastruktur an den Schulen hat sich kaum etwas getan. Wir wissen, die Gefahr ist groß, dass Stufe 3 oder gar Stufe 4 auch jetzt wieder heißen würde, kein Unterricht. Und deshalb fordern wir einen wirklichen Sprung in der digitalen Bildung. Sehen Sie, es ist ganz einfach. Wir brauchen keine erneute Aufzählung darüber, was Sie alles schon angestoßen haben. Was wir brauchen, ist eine sichtbare Veränderung in hessischen Schulen. Pandemiesichere Beschulung braucht aber auch die Ausstattung mit Schutzmaterial und ausreichenden Mitteln für die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten und eine richtige Teststrategie. Ein Letzteres ist mir in dieser Diskussion aber auch noch besonders wichtig. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine Bildungs- und wir brauchen eine Betreuungsgarantie in diesem Land. Bildung, weil dieses Recht der Kinder nicht einfach wieder ausgesetzt werden darf. Und Betreuung, weil insbesondere jüngere Kinder in der Grundschule auch eine Betreuung brauchen. Sonst wird die Corona-Krise weiterhin vorrangig auf dem Rücken der Familien ausgetragen und nicht zuletzt auf dem Rücken der Frauen. Meine Damen und Herren, Kinder haben ein Recht auf Bildung und Familien haben einen Anspruch auf Betreuung. Beides konnten Sie in den Wochen im Frühjahr nicht gewähren. Gewähren können Sie es derzeit allerdings nur, weil die Schulen aus den widrigsten Umständen das Beste vor Ort machen. Es ist aber Ihre Aufgabe, Familien ebenso wie die Schulgemeinden bei dieser Aufgabe endlich angemessen zu unterstützen. Das bezweifle ich. Und zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich noch meinen gestrigen Erkenntnisgewinn mit Ihnen teilen. Und nur damit wir uns richtig verstehen, unser Kultusminister drückt sich in der Regel klar und deutlich aus. Und nach der persönlichen Erklärung des Abgeordneten Lords gestern hier im Zusammenhang mit dem Hessenschau-Interview, unter anderem zu dem Thema Luftfilter, ist Folgendes klar. Wenn unser Kultusminister sagt, ich zitiere mal wörtlich, also all das, was hier kritisiert wird, was eigentlich geschehen sollte, geschieht schon längst. Dann meint er in Wirklichkeit, und auch hier zitiere ich wörtlich, das ist jedenfalls die erklärte Absicht der Landesregierung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Bromley. Das Wort hat der Abgeordnete Daniel May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-Krise fordert uns alle sehr heraus. Ich verstehe, dass Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern mit Unsicherheit auf die Situation blicken. Und wir Politiker müssen uns dieser Unsicherheit gewahr sein, wenn wir schwierige Entscheidungen hier treffen. Und ich glaube, dass wir voller Verantwortungsbewusstsein diese Situation wahrnehmen und auch die Unsicherheit, die Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eltern verspüren. Und ich danke all denjenigen, die es verwirklichen, dass wir jeden Tag seit den Sommerferien hier in Hessen schulische Realität herstellen, dass wir den Bildungsauftrag von Schule verwirklichen können, dass wir das Recht von Bildung von Schülerinnen und Schülern so weit wie möglich verwirklichen können. Dafür gilt allen Beteiligten an Schule mein herzlicher Dank. Applaus
Wir haben als Landesregierung eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, wie wir den Schulen durch die Corona-Pandemie helfen wollen. Aber ich will auch klar dazu sagen, wir können die Corona-Pandemie nicht ungeschehen machen. Einschränkungen werden bleiben. Trotzdem muss es noch einmal erwähnt werden, wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht. Maskenpflicht, zusätzliche Vertretungskräfte, Stufenplan, freiwilliger Distanzunterricht, Geld für digitale Infrastruktur, mehr Geräte, Millionen bereitgestellte Masken und Schutzausrüstung, zusätzliche Schulbusse und Investitionsmittel für Luftfilter. Das sind alles Maßnahmen, die wir bereits auf den Weg gebracht haben. Und von Seiten der Opposition ist heute Morgen kein weiterer Vorschlag auf den Tisch gelegt worden. Hingegen wird hier gefordert, wir bräuchten starrere Grenzwerte, wir bräuchten quasi starrere Maßnahmen, wie wir mit der Pandemie umgehen sollten. Ich glaube, dass die Dynamik des Infektionsgeschehens von uns verlangt, dass wir dynamisch auf die Situation antworten. Und immer wenn Sie gefordert haben, es müsste jetzt so oder so sein, hat sich ganz schnell herausgestellt, dass die Situation eben dann doch eine andere ist und die Maßnahmen, die Sie vorgeschlagen haben, dann schon wieder überholt waren. Und dann stattdessen werden dann hier falsche Behauptungen wiedergegeben. Und ich will hier ganz klar sagen, bloß weil Sie etwas immer wieder wiederholen, wird es nicht richtig. Es ist einfach falsch, dass sozusagen die Eigenverantwortung der Gesundheitsämter ausgesetzt worden wäre. Das ist auch noch einmal klargestellt worden mehrfach. Es gibt eine ganz klare Verantwortung, die da heißt, vor Ort wird festgestellt, was möglich ist, zusammen mit den staatlichen Schulämtern wird dann quasi angeordnet, welche Stufe gezogen wird. Und ich halte das für ein maßvolles und für ein richtiges Vorgehen. Und vor allen Dingen ist es auch eins, was von Kommunalpolitikern Ihrer Couleur, zum Beispiel von der SPD, ja auch so vertreten wird. Und wenn Sie heute hier fordern, naja, wir bräuchten mehr Schicht- und Wechselbetrieb, wie das im Antrag von SPD und LINKEN gefordert wird, dann möchte ich einmal zitieren, was die Bildungsdezernentin der Stadt Frankfurt heute Morgen in der Zeitung erläutert hat. Die gehört der SPD an. Aber aus unserer Sicht ist es nicht begründbar, allen Schülerinnen und Schülern die Hälfte der Zeit nach Hause zu schicken. Das ist die Haltung von Frau Weber. Und ich finde, das sollten Sie sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn Sie hier sagen, wir bräuchten mehr Schicht- und Wechselbetrieb. Oder auch Frau Hubig, die ist ja auch bei der SPD, die sagte zum Thema Wechselunterricht, aber wir sehen auch, dass dieser Wechselunterricht, das heißt also eine halbe Woche oder eine ganze Woche im Wechsel zu Hause sein, natürlich auch die Eltern vor extrem großen Herausforderungen stellt und für die Schülerinnen und Schüler schwieriger ist, als wenn sie einen geregelten Tagesablauf im Präsenzunterricht haben, so Frau Hubig im Deutschlandfunk. Und von daher bleiben Sie ja natürlich auch hier im Unklaren, wie viel Wechselunterricht Sie eigentlich haben wollen. Das wird dann mal sozusagen dann mit mehr Lautstärke wird das mal dann untergebuttert, sodass man sich da nicht festlegen muss. Und von daher will ich Ihnen an dieser Stelle zurufen, wenn Sie sagen, Sie wollen klare Inzidenzen, Sie wollen mehr Wechselunterricht, dann müssen Sie mal sagen, wie viel wollen Sie denn? Wenn Sie sagen, Sie wollen klare Inzidenzen, dann sollten Sie auch in Ihrem Antrag wenigstens eine Idee haben, was denn dann die klaren Inzidenzen sein sollten. Denn in Ihrem Antrag fehlt ja nur noch irgendwie der Satz, und bei dem, was die Landesregierung wird aufgefordert, die antragstellenden Fraktionen dahingehend zu beraten, was sie eigentlich wollen. Dieser Satz fehlt bei Ihnen noch. Und von daher rufe ich Ihnen zu, Sie sollten nicht der Versuchung ergehen, hier vom Rednerpult den Eindruck erwecken zu versuchen, die Pandemie könnte ungeschehen gemacht werden. Wir werden weiter Einschränkungen haben. Wenn das Infektionsgeschehen nicht zurückgeht, werden wir weitere Einschränkungen haben, auch was den Schulbetrieb angeht. Wir werden versuchen und alles daran setzen, den Schulbetrieb, solange es geht, aufrechtzuerhalten. Das ist unser Engagement. Und ein ganz wichtiger Punkt dafür ist, dass wir allesamt die Masken aufsetzen. Denn lieber Maske auf als Schule zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat der Abg. Christoph Degen, SPD-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Daniel May, man könnte genauso sagen,
lieber wenigstens eine halbe Woche Schule als gar keine Schule, meine Damen und Herren. Wir erleben hier wieder in gewohnter Weise, wie die Vertreter von CDU und GRÜNEN die Bedingungen an den Schulen schönreden, wie Ängste und Sorgen von Schülern, Lehrkräften, Eltern nicht ernst genommen werden, meine Damen und Herren. Wenn der Kollege Schwarz wieder hier marginalisiert, wie wenige Schulen geschlossen seien. Wir hatten diese Debatte ja schon einmal, Kollege Schwarz. Es mögen nur 5, 6 Schulen sein, die komplett geschlossen sind. Aber wie viele sind denn zum Teil einfach, wo ganze Klassen oder ganze Jahrgänge in Quarantäne sind, meine Damen und Herren? All darüber wird nicht geredet, mal ganz abgesehen davon, dass es immer wieder Schüler sind, die wiederholt mehrfach in Quarantäne sind und eben immer wieder dann Bildung in der Schule versäumen, während es vor Ort weitergeht, meine Damen und Herren. Und da muss endlich etwas getan werden. Kollege Degen, Abgeordneter Armin Schwarz, wolltet ihr gerne eine Zwischenfrage stellen? Armin, bitte, drück drauf. Lieber Herr Kollege Degen, ich weiß gar nicht, was Sie dagegen haben, dass man hier mal aktuelle Zahlen benennt, die Tatsachen sind und nicht Stimmungen aufhängt, um mit Stimmungen dann Schlagzeilen produzieren. Was stört es Sie? Das ist die Frage, dass ganz konkret mal aktuelle Zahlen genannt werden, die im Übrigen seit vorgestern runtergegangen sind. Was haben Sie dagegen? Kollege Degen. Nicht drauf, ja? Herr Kollege Schwarz, das beantworte ich sehr gerne. Ich hätte auch sehr gerne aktuelle Zahlen. Ich habe nach der Debatte hier zur Regierungserklärung des Kultusministers, ich glaube, im August war das, direkt danach eine Anfrage zu tagesaktuellen Werten eingebracht, wie denn zum Stichtag, ich weiß nicht genau, 4.9. oder so, denn die tatsächliche Anzahl ist der Schulschließungen und Klassenschließungen. Ich habe noch heute keine Antwort bekommen, meine Damen und Herren, auf diese Anfrage. So viel zu aktuellen Zahlen. Vielleicht haben Sie ja mehr Herrschaftswissen, weil Sie einer Regierungsfraktion angehören, Herr Schwarz. Aber wir werden ja immer nur hingehalten und bekommen eben keine aktuellen Zahlen. Und jetzt hat der Kollege May hat ja netterweise wieder seine Redezeit damit verbracht, zu sagen, was, welche SPD-Leute wo und wie sagen. Ich will das aufgreifen, Herr Kollege May. Es gibt auch Grüne, die andere Dinge sagen als das, was Sie sagen. Anlässlich der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten Ende Oktober kritisierten die GRÜNEN auf Bundesebene, interessanterweise, die Regierung habe trotz vorhersehbarer Belastungen wie etwa des Schulbeginns, also die Regierungen in Ländern wohl vor allem, wie etwa des Schulbeginns und der kühleren Temperaturen in den Herbst- und Wintermonaten im Sommer nicht die erforderlichen Vorsorgemaßnahmen getroffen. Richtig, offenbar hat man da hier Hessen im Blick gehabt, meine Damen und Herren. Und die GRÜNEN weiter. Daher müsse man die Zeit der erneuten Einschränkungen nutzen, um eine Strategie mit verbindlichen, wirksamen Schritten zu erarbeiten, die das Land durch die Krisenmonate bringen könne. Es wird sogar ein bundeseinheitliches Regelwerk gefordert, meine Damen und Herren von den GRÜNEN. So weit gehen wir doch gar nicht. Wir wären schon zufrieden, wenn es in Hessen wenigstens ein einheitliches Regelwerk geben würde. Und ich lege mich ja gar nicht fest, dass das zwingend die 50 Inzidenzen vom RKI sein müssen. Aber Sie müssen wenigstens einen Korridor aufzeigen, damit die Gesundheitsämter vor Ort, damit die Schuldträger doch eine Handreichung haben, in welchen Bereichen sie wie reagieren, anstatt einfach nur von oben herunter zu boykottieren und den eigenen Stufenplan, der auch nur auf unsere Forderungen hin und von Verbänden gekommen ist, 2 Wochen nach dem Ende der Sommerferien, nachdem die Schule begonnen hat, wird dieser Plan boykottiert vom Ministerpräsidenten. Vielleicht schaut er ja heute zu in der Schalte mit den Landräten und Oberbürgermeistern am 30.10. Das hat er übrigens noch nicht zurückgenommen. Es gab zwar einen klarstellenden Brief vom Sozial- und Kultusminister, aber ich hätte schon ganz gern, dass der Ministerpräsident selbst noch einmal den Landräten und Oberbürgermeistern klar macht, dass er offen ist für andere Stufen als Stufe 2, meine Damen und Herren. Und warum plädieren wir denn so sehr für diesen Wechselunterricht? Mit uns wollen das in Einklang sehen mit dem Recht auf Bildung, meine Damen und Herren. Weil wir der Überzeugung sind, es ist eben besser, präventiv dafür zu sorgen, dass Abstände an Schulen besser eingehalten werden, dass es in Schulbussen nicht so voll ist und die besser genutzt werden können. Und das geht eben viel besser durch einen strukturierten Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht. Und wir haben doch auch schon im April, Mai, Juni gelernt, immer wieder von Schulen gehört, dass in den kleineren Klassengrößen auch das Lernen effektiver ist und dass da durchaus auch viel passieren kann. Und wenn man auch die richtigen technischen Voraussetzungen hat, geht das auch noch viel besser. Und mir ist doch lieber, ich habe einen strukturierten Wechsel und die Schüler sind 2, 3 Tage die Woche in der Schule und behalten den Kontakt zur Schule.
und tauchen nicht ab, wie das im Frühjahr der Fall war, wo die monatelang nicht da waren, wo Lehrer überhaupt nicht mehr wussten, sind die überhaupt noch im Land, die Kinder. Und deswegen lieber einen strukturierten Wechsel präventiv, um dafür zu sorgen, dass die am Ende wochenlang überhaupt nicht mehr in der Schule sind, meine Damen und Herren. Und deshalb kämpfen wir so für diesen Wechselunterricht. Meine Damen und Herren, der Bundespräsident hat kürzlich in Bezug auf die Vorfälle in Leipzig gesagt, Demonstrationsfreiheit ist nicht die Freiheit zur Gefährdung anderer. Und natürlich sind das immer Interessenabwägungen und Konflikte, die wir miteinander austragen müssen. Und das Recht auf Bildung ist unheimlich wichtig, das ist gerade für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, und die Chancengleichheit, die einfach zugenommen hat, die Chancenungleichheit in den letzten Wochen. Aber das Recht auf Bildung muss eben auch abgewogen werden mit der Gefahr, andere zu gefährden in der Schule. Und deswegen Wechselmodell dort, wo es möglich ist und wo, das muss ja nicht mal digital sein, das geht ja auch in analoger Form. Und da müssen einfach wir wirklich klarere Vorgaben geben und die Schulträger, die Gesundheitsämter vor Ort ermutigen, das auch durchzuführen. Da wünsche ich mir viel mehr Engagement und viel mehr Energie und Motivation, als das eben von oben zu boykottieren, meine Damen und Herren. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Degen. Das Wort hat der Kultusminister, Staatsminister Prof. Lotz. Bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir erleben ja gerade so eine Art von Déjà-vu mit dem Lockdown, durch den wir durchgehen und wo uns vieles an das erinnert, wie es auch schon im Frühjahr der Fall war. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Im Frühjahr wurden die Bildungseinrichtungen quasi als erstes geschlossen, weil man vor allem annahm, dass die Kinder oder die Bildungseinrichtungen die potenziell größten Treiber der Pandemie sein würden, so wie man das von anderen Atemwegserkrankungen kannte. Heute ist es erklärtes Ziel, das haben die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin am 28. Oktober festgestellt, die Schulen mit Blick auf das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Teilhabe und Bildung so lange wie möglich offen zu halten. Das beruht zum Teil darauf, dass man die Rolle insbesondere der Kinder in der Pandemie mittlerweile deutlich differenzierter und wesentlich weniger relevant wahrnimmt, aber vor allem darauf, dass wir gesehen haben während dieses ersten Lockdowns, wie bedeutsam die Rolle der Schulen für die Entwicklung unserer Kinder ist. Und zwar nicht nur als Orte der Wissensvermittlung, das ist ja noch das, was man digital auch am besten abbilden könnte, sondern auch und gerade als Orte der sozialen Interaktion, als Träger des Bildungs- und Erziehungsauftrags und auch als Horte der Normalität, soweit das unter den Bedingungen dieser Pandemie überhaupt möglich ist. Und das alles halte ich für gut und richtig, meine Damen und Herren. Und deswegen kämpfe ich dafür, dass die Schulen offen bleiben. Ja, und in einem hat die Opposition recht mit ihrem Anliegen. Deswegen geht es Tag für Tag aufs Neue darum, die Schulen möglichst gut vorzubereiten, zu unterstützen und durch den Winter zu bringen. Nur, meine Damen und Herren, nichts anderes machen wir doch seit Mitte März 2020. Und muss ich jetzt wirklich alles noch einmal aufzählen, was in dieser Zwischenzeit an Konzepten erarbeitet, an Maßnahmen ergriffen und an Anweisungen herausgegangen ist? Die Hygienepläne, die persönlichen Schutzausrüstungen, die Planungsszenarien für die Unterrichtsorganisation, die Tests für die Lehrkräfte, die Handreichungen beispielsweise für die unterrichtsersetzenden Lernsituationen, die vielfältigen Arbeiten unserer Konzeptgruppe und unserer Praxisbeiräte, bis hin ja auch zu meiner letzten Anordnung, dass wir landesweit auf die Stufe 2 gehen und dass wir Maskenpflicht ab Klasse 5 einführen. Muss ich das wirklich alles noch einmal aufzählen? Der Kollege Promny hat ja schon gesagt, er will das gar nicht mehr hören. Ja, aber dann hören Sie doch auch auf, so zu tun, als wären in den letzten 6 oder 9 Monaten in der Bildungsverwaltung nichts passiert. Das mag alles nicht perfekt sein, das ist das Wesen dieser Pandemie, dass man ständig nachjustieren und am Ball bleiben muss. Und genau darum geht es auch. Und das ist unser tägliches Geschäft, meine Damen und Herren. Wir haben 2 große Themen, das wissen wir, für die die Zeiten der Aktuellen Stunde einfach nicht reicht. Aber wir debattieren sie ja bei anderer Gelegenheit. Digitalisierung hätten wir debattiert, wenn die FDP ihren Gesetzentwurf nicht in den Dezember geschoben hätte. Dann machen wir es dann. Ich will es nur deswegen auch noch einmal erwähnen, weil mir der Punkt 3 des Antragstellers besonders gut gefallen hat. Das, was Linke und SPD hier in Punkt 3 aufgeschrieben haben, ist zum Beispiel genau das, was wir mit unserem digital gestützten Distanzunterricht vorhaben.
Über Lüftungsgeräte haben wir gestern auch schon ganz viel geredet. Das will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Dass wir mit einem 100-Millionen-Programm da arbeiten, das ist, glaube ich, mittlerweile überall angekommen. Und, lieber Kollege Promny, ich darf ja auch noch einmal hinzufügen, gestern, als ich hier am Pult stand, in der Tat, da konnte man sagen, war das die Absicht, mit der wir in die Gespräche gegangen sind. Heute haben wir schon die Vereinbarung mit den Kommunen. So arbeiten wir in diesem Haus. Aber mit Blick auf die Zeit will ich mich auf den entscheidenden Punkt konzentrieren, der im Prinzip der Aktuellen Stunde zugrunde liegt und den auch der Kollege Degen eben noch einmal angesprochen hat. Die Frage einer möglichen landesweiten Einführung des Wechselbetriebs. Ich fand es sehr interessant, dass diese Forderung so in dem Antrag eigentlich gar nicht mehr auftaucht. In dem Antrag steht eigentlich nichts anderes drin, als so, wie wir es im Moment auch handhaben. Aber Herr Degen hat es ja eben noch einmal herausgearbeitet, dass er das eigentlich möchte. Und ich teile ja sogar das Grundziel. Natürlich ist es besser halben Unterricht als gar keinen, aber es ist noch besser ganzen Unterricht als halben. Und das ist die Frage, um die es hier geht. Und deswegen will ich Ihnen begründen, warum ich, solange das infektiologisch vertretbar ist, diesen landesweiten Wechselbetrieb verhindern will. Weil wir wissen, wie wichtig Präsenzunterricht und eine feste Struktur für Kinder und Jugendliche sind. Und dieser Satz stammt nicht von mir, sondern den hat die rheinland-pfälzische Kollegin Frau Hubig, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, vor 3 Tagen in der Taz gesagt. Und ja, man kann natürlich viele Stimmen, jeder äußert sich hier im Moment bundesweit dazu. Ich konzentriere mich mal nur auf die Kolleginnen und Kollegen, die auch Verantwortung tragen, meine Damen und Herren. Deswegen ist für mich schon relevant, was beispielsweise die rheinland-pfälzische Kollegin, mit der ich mich auch ständig austausche, darüber denkt. Wir arbeiten auch in der Kultusministerkonferenz entsprechend zusammen. Und ich sage Ihnen, kein einziges Bundesland ist in Richtung eines landesweiten Wechselbetriebs unterwegs. Kein einziges Bundesland. Auch nicht Thüringen mit dem Kollegen Holter von der Linkspartei. Der denkt auch nicht daran. Und kein Bundesland arbeitet mit irgendwelchen festen Schwellenwerten zur Einrichtung eines solchen Betriebs. Kein Bundesland. Diejenigen, die es versucht haben, es gab mal solche Pläne, haben die Pläne in dem Moment in die Tonne gesteckt, in dem sie hätten anwenden müssen. Und die Kollegin Gebauer aus Nordrhein-Westfalen, damit die Freien Demokraten auch nicht zu kurz kommen, hat erst letzte Woche in der FAZ ausdrücklich festgestellt, so etwas gäbe es bei ihr aus gutem Grund nicht. Ich lade Sie herzlich gerne ein, informieren Sie sich bei den nordrhein-westfälischen Parteifreunden, die dort in Verantwortung stehen, wie man mit dieser Verantwortung umgeht. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich wusste ja, dass das knapp wird, aber ich will zumindest noch auf Frau Kula eingehen. Sie wollten unsere Experten kennenlernen, auf die wir uns berufen können. Ich nenne Ihnen einen ganz druckfrisch. Heute Morgen Gerard Krause, Leiter der Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Ich zitiere von spiegel.de. Ich halte es für sehr problematisch, die Maßnahmen von einer Zahl abhängig zu machen, die die Schwere der Situation nicht wirklich gut abbildet. Meine Damen und Herren, und damit will ich auch schon zum Schluss kommen. Ich muss nicht der härteste Hund mit den klarsten Ansagen sein. Ich lebe auch nicht nach der alten sozialistischen Vorstellung, dass es in einer schwierigen Situation, wie wir sie haben, am besten ist, wenn es allen gleichermaßen schlecht geht. Warum sollen, wenn in Offenbach die Werte zu weitergehenden Maßnahmen zwingen, und das verstehe ich in Offenbach, im Vogelsberg die Kinder nicht mehr in die Schule gehen, meine Damen und Herren? Das kann sich alles ändern. Niemand weiß das besser als ich. Ich weiß auch nicht, zu welchen Eskalationsschritten uns die Entwicklung der Lage noch zwingen wird. Vielleicht ist das nächste Woche schon alles anders. Ich weiß auch nicht, wie die Zwischenbilanz der Ministerpräsidentin und der Bundeskanzlerin am Montag aussehen wird. Aber solange es infektiologisch vertretbar ist, werde ich für jedes Kind an jedem Ort in Hessen um jeden Tag Präsenzunterricht kämpfen. Und das ist mein Verständnis von Verantwortung, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Prof. Lotz. Das war die Aktuelle Stunde 84. Die Anträge werden dann heute Abend abgestimmt.